Letzte Woche war unser Thema digitaler Vertrieb und Erfolgsbausteine in der Einführung. Heute wird es konkret. Mein Name ist Thomas Betz. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Videoreihe Digitaler Vertrieb. In der letzten Woche haben wir uns über die Grundsätze des Begriffs digitaler Vertrieb unterhalten und über die 10 Bausteine, die wir identifizieren konnten, die auf dem Weg zum Erfolg ganz einfach beschritten werden müssen. Heute möchte ich gerne über den ersten Baustein aus dieser Gruppe der 10 Bausteine sprechen, nämlich über das Thema die Bildung eines Kernteams. Stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist das eigentlich? Was ist denn ein Kernteam? Das Kernteam ist eine Gruppe von Kollegen, von Mitarbeitern, von Menschen, die für dieses Projekt verantwortlich zeichnen. Und zwar vom ersten Tag an bis zur wirklichen Realeinführung des Projektes über den gesamten Zeitraum hinweg, unter Umständen sogar noch darüber hinaus. Wer ist dieses Kernteam oder wen sollte man dann wirklich in dieses Kernteam berufen oder benennen? Das ist eine Personengruppe, die eigenverantwortlich handeln können muss. Das heißt, sie müssen sich bewusst sein über die Ziele des Projektes, sie müssen sich bewusst sein über das Budget des Projektes, sie müssen dieses Budget auch entsprechend verwalten können, sie müssen in der Lage sein, entsprechende Termine, Terminblöcke zu setzen innerhalb des Projektfortschrittes. Sie müssen die Verantwortung für die Ziele des Projekts übernehmen und für die Visionen, die das Unternehmen in dieses Projekt hineingesetzt hat. Das heißt, welche Themen sind denn entscheidend für die Ausarbeitung durch das Kernteam? Das heißt, womit beschäftigt sich dieses Kernteam denn ganz besonders? Das ist einmal die Gestaltung oder auch die Umgestaltung vertrieblicher Prozesse. Das heißt, man muss sich anschauen, ist der Prozess, wie er heute besteht, einfach digital abzubilden oder macht es Sinn, bei der Gelegenheit vielleicht auch alte Zöpfe abzuschneiden und entsprechende Verbesserungen, Veränderungen in Abstimmung mit allen Beteiligten entsprechend hier einfließen zu lassen. Dann die Frage, wie soll denn so ein System im Unternehmen eingesetzt werden? Wer soll damit arbeiten? Wie soll damit gearbeitet werden? Welche Ziele sollen erreicht werden? Ganz wichtig, der Bereich Daten. Für jedes System ist eine gewisse Menge an Daten notwendig, um damit arbeiten zu können. Das heißt, hier geht es darum, wie können wir diese Daten zur Verfügung stellen? Wer pflegt diese Daten? Wer schaut danach? Wer hat den Hut dafür auf, dass sie stets aktuell sind? Dann geht es darum zu sagen, ja, wie kommt denn das System in der Form, die gewählt wurde, beim Anwender an? Also das Feedback einzuholen und entsprechend zu bewerten, zu sagen, sind wir auf der richtigen Schiene? Ist derjenige, der damit arbeiten soll, auch mit dem System so zufrieden und einverstanden? Dann die Einbindung anderer Abteilungen, also wenn ich sehe, dass ich für mein Projekt entsprechende Zuarbeiten benötige, Daten aus anderen Abteilungen, entsprechende Hilfestellungen aus anderen Abteilungen, die entsprechend mit in das Projekt einfließen zu lassen und das entsprechend zu steuern, ebenso wie die Einbindung zum Beispiel externer Dienstleister. Also wenn ich sage, ich habe einen externen Partner, der das Projekt mitgestalten soll, ist es hier ein ganz wichtiges Kriterium für das Kernteam zu sagen, den müssen wir entsprechend richtig in das Gesamtprojekt mit einbinden, mit einnorden, damit wir alle in die gleiche Richtung marschieren. Das heißt, daraus ergibt sich eigentlich eines. Ganz entscheidend für den Bereich des Kernteams ist die Auswahl der Mitarbeiter. Die sollte also entsprechend sorgfältig vorgenommen werden. Hier sind entsprechende Kompetenzen zu vergeben, die einfach notwendig sind. Und das muss also wirklich auch entsprechend durchgereicht werden, beginnend von der Geschäftsleitung. Das heißt, dieses Vertrauen in dieses Kernteam muss von der Geschäftsleitung nach unten durchgereicht, durch alle Abteilungen laufen, weil einfach Entscheidungen getroffen werden müssen und die dann in der Verantwortung dieses Teams einfach liegen. Das nächste Mal sprechen wir über den zweiten Baustein. Sind Sie schon ein bisschen neugierig geworden? Dann freue ich mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dorthin.